ist unser Sonnensystem im Kosmos unbeweglich. Mit unseren Füßen fest auf der Erde stehend, könnten wir auf den ersten Blick denken, dass das Universum um uns herum irgendwie statisch ist. Wenn wir uns jedoch die Zeit nehmen, unsere himmlische Umgebung zu beobachten, gibt es keinen Zweifel, dass alles in Bewegung ist. Trotz seines friedlichen Aussehens rast unser Planet hektisch durch das All und dreht sich um die schimmernde Sonne. Aber was ist mit unserem gesamten Planetensystem? Hat es eine einzige kosmische Adresse? Oder ist es Teil der zahllosen Rädchen, aus denen unser Universum besteht und die es organisieren? Um diese Fragen zu beantworten, werden wir unser Sonnensystem in all seinen Ecken und Winkeln erkunden. Wir werden entdecken, dass es viel mehr ist als nur eine Gruppe von Planeten, die einen Stern umkreisen. Und dass es einen einzigartigen Platz im Herzen der Milchstraße einnimmt, die immerhin über 200 Milliarden Sterne zählt. Liebe Reisende, herzlich willkommen! Heute begeben wir uns auf eine spektakuläre Reise durch unsere Galaxie. Wie du sehen wirst, sind wir weit vom Zentrum des Universums entfernt, das noch viele Geheimnisse birgt. Auf dieser Weltraumexpedition werden wir versuchen, unsere Position im Kosmos besser zu verstehen. Schnall dich an und öffne deine Augen weit. Atemberaubende himmlische Landschaften erwarten uns. Aber bevor wir unser interstellares Abenteuer beginnen, denke daran, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, damit du nichts verpasst. Vielen Dank und eine gute Reise. Unser Planet Erde ist ein Teil des Planetensystems der Sonne. Unser System wird Solar genannt, weil wir dieses Adjektiv verwenden, um Dinge oder Phänomene zu beschreiben, die mit unserem Stern verbunden sind. Aber wofür steht das Sonnensystem eigentlich? Obwohl die Menschen schon seit Tausenden von Jahren die Sterne studieren, stellte Nikolaus Kopernikus erst 1543 die Theorie des Heliozentrismus auf, die die Sonne in den Mittelpunkt unseres Sonnensystems stellt. Für ihn war die Erde nicht der Mittelpunkt der Welt. Und das zu Recht. In den 1610er Jahren bestätigte Kepler nicht nur diese Theorie, sondern definierte auch die Umlaufbahn der einzelnen Planeten um unsere Sonne genau. Später machte Galilei dank einer neuen Erfindung eine revolutionäre Entdeckung: das Fernrohr. Bei der Beobachtung des Jupiters entdeckte er, dass der Planet von 4 Sternen umgeben war. Bald stellte er fest, dass es sich dabei um 4 Monde handelte, die denselben Planeten umkreisen. Kopernikus' Theorie erwies sich als richtig. Die Erde ist nicht der Mittelpunkt des Universums und die Planeten dieses Systems drehen sich tatsächlich um die Sonne. Unser Sonnensystem ist also eine Ansammlung von Himmelskörpern, Planeten und übrigens auch ihre Monde, Asteroiden und Kometen, die einen Stern umkreisen, an den sie durch ihre Schwerkraft gebunden sind. Die Sonne. Unser Sonnensystem besteht aus 8 Planeten. Merkur, Venus, unsere wunderbare Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und schließlich Neptun, der 30,1 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist. Mehr als 30 Mal so weit wie die Erde von der Sonne. Außerdem beherbergt es zahlreiche Zwergplaneten, darunter Pluto, Ceres, Haumea, Eris und Makemake. Dazu kommen Dutzende von Monden und Millionen von Asteroiden, einschließlich derer im Asteroidengürtel, sowie Millionen von Kometen und Meteoroiden.
Praktisch alle Planeten haben einen oder mehrere Monde, mit Ausnahme von Merkur und Venus, die dem Stern am nächsten sind. Die NASA hat über 200 gezählt und viele weitere müssen noch bestätigt werden. Sogar winzige Asteroiden haben ihre eigenen Monde. Während unsere Erde nur einen Mond hat, den wir jeden Abend beobachten können, beherbergt Saturn 83 und Jupiter nicht weniger als 92. Das alles lässt sie wie Mini-Planetensysteme aussehen. Unser Sonnensystem geht weit über diese 8 Planeten hinaus. Es umfasst auch den Kuipergürtel, der sich über Neptuns Umlaufbahn hinaus erstreckt, wahrscheinlich zwischen 30 und 55 astronomischen Einheiten. Zu diesem riesigen, aber nur spärlich besetzten Ring gehört der Zwergplanet Pluto, der praktisch das größte der eisigen Objekte darin ist. In den letzten Jahrzehnten ist die globale Zählung unseres Sonnensystems in Frage gestellt worden. Ein 9. Planet, dessen Existenz nie bewiesen wurde, könnte jenseits der Umlaufbahn des Neptun liegen. Die Hypothese seiner Existenz kam auf, als Wissenschaftler feststellten, dass bestimmte Objekte im Kuipergürtel, der sich bis an die Ränder unseres Sonnensystems erstreckt, Bahnen haben, die von einem unsichtbaren Stern beeinflusst zu sein scheinen. Schließlich ist unser Sonnensystem von einer kolossalen kugelförmigen Hülle umgeben, die es vollständig umschließt. Das ist die Oortsche Wolke. Obwohl sie noch nie beobachtet wurde, wurde ihr Vorhandensein auf der Grundlage mathematischer Modelle und Beobachtungen von Kometen, die dort ihren Ursprung zu haben scheinen, nachgewiesen. Diese Wolke, die aus etwa einer Billion eisiger kosmischer Trümmerteile besteht, von denen einige mit Bergen verglichen werden können, umkreist die Sonne in bis zu 1,6 Lichtjahren Entfernung. Ihre relativ dicke Struktur erstreckt sich von 5.000 bis 100.000 astronomischen Einheiten. Diese Wolke scheint die Grenze des Gravitationseinflusses unserer Sonne zu markieren, da Objekte innerhalb der Wolke umkehren und sich der Sonne wieder nähern können. Die Heliosphäre der Sonne, die Blase aus elektrisch geladenen Gasen, die durch den Sonnenwind entsteht, reicht jedoch nicht so weit. Tatsächlich liegt die Grenze, an der der Sonnenwind abrupt abgebremst wird, zwischen 80 und 100 astronomischen Einheiten. Diese plötzliche Verlangsamung, die als terminaler Schock bezeichnet wird, ist auf den Druck der interstellaren Gase zurückzuführen, der dann stärker ist als die Winde, die in dieser Entfernung nachgelassen haben. Aber wie kamen all diese Objekte zusammen und bildeten das Sonnensystem, wie wir es heute kennen? Vor etwa 4,5 Milliarden Jahren kollabierte eine besonders dichte Wolke aus interstellarem Gas und Staub, wahrscheinlich als Folge der Schockwelle einer Supernova. Diese riesige Molekülwolke mit einem Durchmesser von mehreren Lichtjahren muss mehrere Sterne hervorgebracht haben, die die Form eines solaren Nebels mit einer Scheibe aus ungeordneter Materie annahmen. Die Schwerkraft saugte dann immer mehr Materie in das Zentrum, bis der Druck im Kern so groß war, dass die Wasserstoffatome begannen, Helium zu produzieren und dabei eine kolossale Menge an Energie freisetzten. Unsere Sonne, die über 99% aller nutzbaren Materie angesammelt hat, ist das Produkt dieses Prozesses. Die restliche Materie, die zu weit entfernt war, um absorbiert zu werden, verklumpte schließlich bei Kollisionen zu Objekten, die groß genug waren, um durch die Schwerkraft zu Kugeln geformt zu werden. Je nach ihrer Masse werden diese Objekte heute als Planeten, Zwergplaneten oder sogar große Monde katalogisiert. Es gibt jedoch auch Objekte, die sich nicht mit anderen zusammengeschlossen haben und weiterhin durch unseren interplanetaren Raum streifen. Dazu gehören Asteroiden, Kometen, Meteoroiden und unregelmäßige Monde.
Die Struktur unseres Sonnensystems ist also untrennbar mit seinem Entstehungsprozess verbunden. Die ersten vier Planeten, die aus der Sonne hervorgingen, sind tellurische Planeten, weil nur felsiges Material der Hitze der jungen Sonne standhalten konnte. Dagegen fanden Materialien wie Eis, Flüssigkeit oder Gas in den äußeren, viel weiter entfernten Regionen Zuflucht. Die Schwerkraft brachte sie dann im gleichen Prozess zusammen, um Jupiter und Saturn, die Gasriesen, sowie Uranus und Neptun, die Eisriesen, zu bilden. Alle Objekte in unserem Sonnensystem, die sich aus der protoplanetaren Scheibe gebildet haben, sind also auf der gleichen Ebene geblieben. Und so hat diese kleine Welt in den letzten 4,5 Milliarden Jahren in dieser bescheidenen Region des Weltraums zusammengelebt. Jedes Objekt folgt einer klar definierten Bahn in dieser Einbahnzone. Aber sie haben alle eine gemeinsame Bahnebene, sodass sie sich wahrscheinlich nie treffen werden. Ein ungewöhnliches Objekt hebt sich jedoch von den anderen ab. Während viele Objekte stark geneigte Umlaufbahnen haben, hat eines beschlossen, in die falsche Richtung zu kreisen. Dieses Objekt mit dem Spitznamen Drac hat eine extrem geneigte Umlaufbahn von 103,5 Grad. Es ist eines der seltenen Objekte mit einer retrograden Umlaufbahn, die normalerweise bei bestimmten Kometen, wie dem Halleyschen Kometen, zu finden ist, der Sonne sehr nahe kommt. Drac hingegen bewegt sich im Kuipergürtel auf einer stabilen Umlaufbahn rückwärts, wobei seine Entfernung von der Sonne zwischen 20 und 70 astronomischen Einheiten liegt. Nach Ansicht der Wissenschaftler könnte dieses Objekt durch eine Störung unbekannter Art aus der inneren Oortschen Wolke herausgelöst worden sein, bevor es im Kuipergürtel Zuflucht fand. Es könnte sich also in einer Übergangsphase befinden und bei einer erneuten Störung zu einem Kometen vom Halleyschen Typ werden, der Sonne auf seinen zukünftigen Bahnen noch näher kommt. Wie wir gerade gesehen haben, ist unser Sonnensystem nach einem klaren Muster aufgebaut. Kleine Gesteinsplaneten in der Nähe der Sonne, große Gasplaneten in größerer Entfernung und ein Asteroidengürtel, der sie voneinander trennt. Logisch betrachtet ist diese Struktur leicht zu erklären, denn die intensive Energie unserer jungen Sonne hat leichtere Elemente wie Wasserstoff und Helium in das äußere Sonnensystem gedrängt und nur felsiges Material daneben zurückgelassen. Man könnte daher versucht sein, anzunehmen, dass viele andere Sternsysteme nach demselben Muster entstanden sind. Die vielen bisher untersuchten Planetensysteme scheinen jedoch zu zeigen, dass dies nicht der Fall ist. Unser Sonnensystem ist nur eines von Milliarden in unserer Galaxie, die alle sehr unterschiedlich aufgebaut sind. In unserem Sonnensystem gibt es zum Beispiel keine Supererden, die in vielen anderen Planetensystemen relativ häufig sind. Nach Ansicht der Wissenschaft ist die Konfiguration unseres Sonnensystems darauf zurückzuführen, dass Jupiter nach seiner Entstehung innerhalb des Systems in Richtung Sonne gewandert ist. Aber bevor er zu einem heißen, jovianischen Planeten wurde, wurden dieselben beiden Planeten aufgrund der gravitativen Wechselwirkungen mit Saturn leicht nach außen gedrückt. Diese Wanderung hätte alle jungen Supererden im inneren Sonnensystem, die sich damals möglicherweise bildeten, verdrängt. Deshalb sind unsere Gesteinsplaneten, die sich erst später bildeten, kleiner, als sie es ohne diese Wechselwirkungen gewesen wären. Man schätzt jedoch, dass unsere Galaxie zwischen 200 und 400 Milliarden Sterne enthält. Obwohl dieser Prozess nicht die Norm zu sein scheint, ist die Chance, dass er in der Nähe eines von ihnen stattgefunden hat, statistisch gesehen gar nicht so gering. Wir haben gerade gesehen, wie die verschiedenen Objekte in unserem Sonnensystem im Verhältnis zur Sonne angeordnet sind. Aber was wissen wir über unsere Position in der Milchstraße?
A priori ist unsere Sonne weniger als 30.000 Lichtjahre von Sagittarius A-Stern entfernt, dem supermassiven schwarzen Loch, das mehr oder weniger die Mitte unserer galaktischen Scheibe markiert. Diese Entfernung ist nicht leicht zu bestimmen, denn um sie genau zu messen, müssten wir an Höhe gewinnen. Mit anderen Worten, uns aus unserer eigenen Galaxie herausbewegen. Doch das ist unmöglich. Lange Zeit wurde die Entfernung zwischen der Sonne und dem Schwarzen Loch auf 27.700 Lichtjahre geschätzt. Dann reduzierte das Gravity-Konsortium diese Entfernung auf 26.673 Lichtjahre. Es stellt sich jedoch heraus, dass unsere Sonne sogar noch näher an Sagittarius A-Stern ist. VERA, das große Teleskop der Sternwarte in Chile, mit seiner unglaublichen Auflösung von 10 Mikrosekunden Bogenlänge, mit der man theoretisch eine kleine Münze auf der Mondoberfläche erblicken könnte, hat bestätigt, dass unser Sonnensystem tatsächlich nur 25.800 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt ist. Unsere Sonne braucht 225 bis 250 Millionen Jahre, um ein kosmisches Jahr zu vollenden. Das heißt, ihre volle Umlaufbahn um die Milchstraße. Dabei bewegt sie sich mit einer enormen Geschwindigkeit von etwa 828.000 Kilometern pro Stunde. Mit anderen Worten, unser Sonnensystem legt auf seiner Umlaufbahn in nur 90 Sekunden etwa 20.000 Kilometer zurück. Trotz dieser enormen Geschwindigkeit hat sie unsere Galaxie, die nach der Andromeda-Galaxie die größte Galaxie der lokalen Gruppe ist, seit ihrer Geburt 20 Mal vollständig umrundet. Unser Sonnensystem befindet sich in einem der Spiralarme der Galaxie, dem Orion-Arm, der auch als lokaler Arm bekannt ist und auf halbem Weg zwischen dem Rand und dem Zentrum der Milchstraße liegt. Dieser Arm erstreckt sich vom Sagittarius-Arm, einem der vier Hauptarme unserer Galaxie, nach außen. Diese Kartierung der Galaxie könnte jedoch durchaus in Frage gestellt werden. Untersuchungen, die mit dem Very Long Baseline Array Teleskopen der National Science Foundation durchgeführt wurden, legen nahe, dass der Arm des Orion größer sein könnte als bisher angenommen. Er sollte nicht länger als eine kleine, stachelige Region der Galaxie betrachtet werden, sondern als eine größere Struktur, wahrscheinlich ein Zweig des Perseus-Arms oder sogar ein unabhängiges Armsegment. Verglichen mit der Größe der Milchstraße, die auf mehrere 10.000 Lichtjahre geschätzt wird, mag unser Sonnensystem mit einem Durchmesser von etwa 20 Milliarden Kilometern, also rund 130 astronomischen Einheiten, extrem klein erscheinen. Das ist jedoch nicht der Fall. Die 1977 gestartete NASA-Raumsonde Voyager 1 brauchte mehr als 30 Jahre, um den Rand der Heliosphäre zu erreichen, trotz einer Geschwindigkeit von bis zu 61.500 Kilometern pro Stunde. Die Heliosphäre markiert die Grenze, bis zu der sich das Sonnensystem der Erde bewegen kann. Sie markiert die Grenze, hinter der sich die Magnetfelder der Sonne auflösen. Wenn wir jedoch davon ausgehen, dass die Grenze unseres Sonnensystems an dem Punkt liegt, an dem der Gravitationseinfluss der Sonne aufhört, müsste Voyager 1 die Oortsche Wolke durchqueren, bevor sie den interstellaren Raum erreichen könnte. Unsere Sonne zieht zwar die Planeten und andere Objekte unseres Sonnensystems mit sich, aber die Funktionsweise des Kosmos ist viel komplexer, als wir gerade gesehen haben. Tatsächlich befindet sich alles im Weltraum, einschließlich unserer Galaxie, in ständiger Bewegung. Die Erde dreht sich um die Sonne, die wiederum die Milchstraße umkreist. Dieses galaktische Monster, dessen Durchmesser auf 120.000 Lichtjahre geschätzt wird, bewegt sich ebenfalls in der lokalen Gruppe, einer Ansammlung von Dutzenden von Galaxien, die sich mit fast 2,2 Millionen Kilometern pro Stunde bewegen.
Im Zuge dieser unaufhörlichen Bewegungen werden einige benachbarte Galaxien allmählich von der Milchstraße aufgesogen. Mit 200 bis 400 Milliarden Sternen nimmt die Milchstraße zusätzlich zu denen, die sie erzeugt, neue Sterne auf. Ja, in der Milchstraße bilden sich regelmäßig neue Sterne, etwa 7 pro Jahr. Die dichteste Ansammlung von Sternen, Gas und Staub, befindet sich im Zentrum unserer Galaxie. In dieser galaktischen Ausbuchtung, die sich über Tausende von Lichtjahren erstreckt, stehen 10 Milliarden Sterne, meist alte, rote Riesen, dicht beieinander. Enge Sternbegegnungen sind daher besonders häufig und finden etwa alle 50.000 Jahre statt. Die individuellen Flugbahnen der einzelnen Sterne in der galaktischen Scheibe bringen sie manchmal nahe zusammen. Unser Sonnensystem ist da keine Ausnahme. Die letzte nahe Begegnung war vor etwa 70.000 Jahren. Ein Doppelsternsystem, der sogenannte Scholz-Stern, kam unserer Sonne bis auf 52.000 astronomische Einheiten nahe. Das war das zweite Mal, dass er sich unserer Sonne näherte. Vor etwa 80.000 Jahren hatte er sich der Sonne bereits bis auf 66.000 bis 70.000 astronomischen Einheiten genähert und dabei die Oortsche Wolke und die Bahnen einiger Kometen und Asteroiden im Sonnensystem gestört. Dadurch wurden zahlreiche Objekte aus der Oortschen Wolke ausgestoßen, von denen einige mit unserer Erde kollidierten und große biologische Krisen auslösten, die zum Aussterben bestimmter Lebewesen führten. Glücklicherweise sind diese Begegnungen bisher weit genug entfernt geblieben, um noch schädlichere und zerstörerische Auswirkungen in unserem Planetensystem zu vermeiden. Es stellt sich also eine neue Frage. In welche Richtung bewegt sich unsere Sonne in unserer Galaxie? Wenn wir die Flugbahnen anderer Objekte vorhersagen können, ist die Flugbahn unserer Sonne entscheidend für die Vorhersage möglicher stellarer Annäherungen. Die Milchstraße, diese gigantische Balkenspiralgalaxie, beherbergt unser Sonnensystem in einem ihrer majestätischen Arme. Aufgrund seiner Lage könnte sich das Sonnensystem in der Mitte der Galaxie befinden, verglichen mit dem Äquator unserer Erde. Tatsächlich befindet sich unser System nur etwa 20 Lichtjahre über der äquatorialen Symmetrieebene der Galaxie. Viele aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass die Dicke der galaktischen Scheibe etwa 1000 Lichtjahre beträgt. Das bedeutet, dass unser Sonnensystem besonders nah am Äquator der Galaxie liegt. In diesem Bereich der Galaxiescheibe befindet sich der größte Teil des Gases und des Staubs. Daher werden hier auch die meisten neuen Sterne geboren. In einem friedlichen kosmischen Tanz setzt unsere Sonne unermüdlich ihre Reise fort. Im Gegensatz zu vielen anderen stellaren Objekten umkreist unser Stern das galaktische Zentrum in einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn. Ihre Elliptizität ist gering und wird auf nur 5% geschätzt. Darüber hinaus bewegt sich die Sonne in einem Winkel von etwa 60 Grad zur galaktischen Ebene durch die Galaxie. Diese Neigung gilt auch für die Planeten, die die Sonne umkreisen. Wenn wir also die Sonne und die Ebene, in der sie von allen Objekten des Sonnensystems umkreist wird, beobachten, sind sie alle um 60 Grad nach vorne geneigt, während sie durch die Milchstraße reisen. Auf den ersten Blick ähnelt unsere Bewegung durch den Weltraum einem Wirbel, was den Eindruck erweckt, dass wir uns langsam dem zentralen Wirbel der Milchstraße nähern, obwohl genau das Gegenteil der Fall ist. Aber könnte es sein, dass diese Bewegung mehr ist als nur ein Wirbel? Die Schwerkraft bestimmt das Verhalten eines jeden kosmischen Objekts, vom kleinsten bis zum gigantischsten. Und da alles im Kosmos beweglich ist, ist es äußerst kompliziert, die Bewegung von Sternen und ihre Abstände zueinander zu bestimmen. Deshalb müssen wir einen Bezugsrahmen definieren, aus dem wir Schlussfolgerungen ziehen können. Der Massenschwerpunkt des Sonnensystems, auch Baryzentrum genannt,
ist zum Beispiel der Bezugspunkt, um die Bewegungen der Planeten um uns herum zu beschreiben. Ganz so einfach sind die Dinge jedoch nicht. Denn so wie die Rotation der Erde die Bewegungen auf ihrer Oberfläche beeinflusst, werden die Bewegungen der Planeten auch dadurch beeinflusst, dass das Baryzentrum selbst einer Bewegung folgt, die von der Milchstraße erzeugt wird, die wiederum von der lokalen Gruppe beeinflusst wird, zu der sie gehört, und so weiter. Ja, die lokale Gruppe, so massiv sie auch ist, ist alles andere als isoliert. Und andere Galaxien oder Galaxienhaufen in ihrer Nähe ziehen uns an. Selbst die am weitesten entfernten Galaxiehaufen üben ihre Gravitationskraft aus und erzeugen zusätzliche Bewegungen, die sich wiederum auswirken. Auch die kosmischen Leerräume müssen berücksichtigt werden und können nicht ignoriert werden. Auch sie beeinflussen die Flugbahnen einzelner Objekte durch die Abstoßung durch die Schwerkraft. So übt eine Region des Kosmos, die sehr dicht an Materie oder Energie ist, eine anziehende Wirkung aus, während eine Region, die weniger dicht ist als eine andere, eine abstoßende Kraft erzeugt. Das Erstaunlichste ist jedoch, dass die Sonne auf ihrer unendlichen Bahn keinen flachen Kreis zieht. Während sie sich durch die Galaxie bewegt, steigt und fällt sie in einer vertikalen Bewegung über die galaktische Scheibe und zieht dabei über Zeiträume von mehreren 10 Millionen Jahren immer wieder Wellen. Sie verhält sich wie ein Korken im Wasser, der mal innerhalb, mal außerhalb der Mittelebene unserer galaktischen Scheibe auftaucht. Jüngsten Schätzungen zufolge befindet sich die Sonne derzeit etwa 14 Lichtjahre über der Mittelebene der Galaxis. Sobald sie eine Höhe von etwa 300 Lichtjahren über der galaktischen Ebene erreicht hat, beginnt sie wieder ihren Abstieg durch die Mittelebene und landet auf der anderen Seite, bevor sie wieder aufsteigt, und so weiter. Kann die unaufhörliche Bewegung der Sonne keine Auswirkungen auf ihre Umgebung haben? Nach Ansicht von Wissenschaftlern des Cardiff Center for Astrobiology in Wales könnten diese Sprünge durchaus einige der großen Veränderungen erklären, die unser Planet Erde bis heute durchgemacht hat. Nachdem sie ein Computermodell der Bewegung unseres Sonnensystems entwickelt hatten, konnte das Team in Cardiff bestätigen, dass unsere Sonne in der galaktischen Ebene auf- und abhüpft. Wenn unser Sonnensystem jedoch die dichteste Zone dieser Region der Galaxie durchquert, stören die Gravitationskräfte der umgebenden gigantischen Gas- und Staubwolken die Flugbahnen der Kometen und werfen sie aus ihren ursprünglichen Bahnen. Einige dieser Kometen stürzen dann in unser Sonnensystem und kollidieren sogar mit anderen Objekten, in einigen Fällen sogar mit der Erde. Darüber hinaus hat das Wissenschaftlerteam herausgefunden, dass unsere Sonne und ihre zahlreichen Satelliten die galaktische Ebene genau alle 35 bis 40 Millionen Jahre durchqueren. Diese Häufigkeit vervielfacht das Risiko eines Zusammenstoßes mit einem Kometen um das Zehnfache. Diese Hypothese scheint durch das Vorhandensein von Erdkratern bestätigt zu werden, die etwa alle 36 Millionen Jahre in großer Zahl auftauchen. Zumal diese Perioden des Kometenbeschusses mit den Massenaussterben zusammenfallen, die unser Planet erlebt hat. Man denke nur an das Massenaussterben der nicht-arischen Dinosaurier vor 65 Millionen Jahren. Anhand dieser Häufigkeit können wir vermuten, dass eine ganze Reihe von Kometen unseren schönen Planeten schon bald erreichen könnte. Aber wir sollten das nicht als apokalyptisch ansehen. Einige sehen sogar mögliche positive Auswirkungen. Für diese Gruppe von Forscherinnen und Forschern könnte genau diese Episode des Kometenbeschusses wesentlich zur Ausbreitung des Lebens weit über unsere Erde hinaus beigetragen haben. Sie vermuten nämlich, dass zum Zeitpunkt des tödlichen Einschlags irdische Trümmer, die Mikroorganismen enthalten, in den Weltraum und damit ins ganze Universum geschleudert worden sein könnten. Diese Theorie besagt, dass sich das Leben, das auf der Erde entstand,
dank dieser Wechselwirkungen in einem galaktischen Ausmaß ausbreiten konnte. Was wäre, wenn die Eroberung des Weltraums auf diese völlig unwahrscheinliche Weise bereits begonnen hätte, ohne dass wir es wüssten? Und falls wir uns immer noch fragen, wo wir im Universum stehen. Seit den 1970er und 1980er Jahren haben Forscher festgestellt, dass sich unser gesamtes Sonnensystem in einer gigantischen kosmischen Struktur befindet, die etwa 10-mal weniger dicht ist als der Durchschnitt, nämlich in einer vakuumgefüllten Blase, die gemeinhin als lokale Blase bekannt ist. Die Idee für diese Struktur, die einen Durchmesser von 1000 Lichtjahren hat, geht auf eine einfache Beobachtung der Wissenschaftler zurück. In ihrem Inneren haben sich seit 14 Millionen Jahren keine Sterne mehr gebildet. Einige der Sterne im Inneren existierten bereits, während andere wahrscheinlich auf der Außenseite entstanden und dann in die Hülle eingedrungen sind, so wie es auch unsere Sonne getan hätte. Viele Jahre lang hat die Existenz dieser Blase den Forschern große Rätsel aufgegeben. Aber jetzt wissen wir vielleicht, warum eine solche Blase in dieser Region des Weltraums entstanden ist. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Geschichte der lokalen Blase vor genau 14,4 Millionen Jahren mit der Entstehung von Sternen begann. Etwa 15 von ihnen lösten bei ihrem Verschwinden Supernovas aus. Die bei ihrer Explosion freigesetzte Energie drückte die interstellare Materie weg und bildete diese Blase, in der die Temperatur höher ist als außerhalb. Es wurde auch festgestellt, dass die interstellare Dichte niedriger ist als außerhalb dieser Struktur. Die Oberfläche dieser wachsenden Blase, die sich mit einer Geschwindigkeit von 6,7 km pro Sekunde, 23.400 km pro Stunde, ausdehnt, ist dicht mit Wasserstoff und Helium, was die Bildung von jungen Sternen in dieser Region des Weltraums ermöglicht. Heute befindet sich unser Sonnensystem genau in der Mitte dieser Blase. Aber das war nicht der Fall, als es entstand. Zur Zeit dieser spektakulären Supernovas war es weit genug entfernt. Dennoch führte ihr Weg sie vor fast 5 Millionen Jahren rein zufällig genau an diese Stelle in der Milchstraße. Aber diese Blase der Leere ist nichts Außergewöhnliches. Der Weltraum ist voll von solchen Blasen, die zur Bildung neuer Sterne und Planeten führen und die Gesamtform von Galaxien beeinflussen. In der Milchstraße gibt es noch viel mehr solcher Superbläschen. Aber welche Rolle spielen sie bei der Sternentstehung und ganz allgemein bei der Form von Galaxien? Durch die Kartierung dieser Blasen können die Wissenschaftler ihre Form, Größe und Lage bestimmen und, warum nicht, die Art ihrer Interaktion definieren. Genau das hat ein Team von Astronomen des Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics versucht, indem es die erste 3D-Karte des Magnetfelds dieser Superblase erstellt hat. Für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler spielen Magnetfelder zweifellos eine wichtige Rolle bei allen möglichen astrophysikalischen Phänomenen. Durch die Kombination von Daten mehrerer Weltraummissionen, darunter auch Gaia, können sie nun die Polarisation des Lichts in der Nähe unseres Sonnensystems beobachten. Die Polarisation, die von magnetisch ausgerichteten Staubteilchen erzeugt wird, ermöglicht es, die Ausrichtung des auf sie wirkenden Magnetfeldes festzustellen und so die Einflüsse von Magnetfeldern im Kosmos zu verstehen. All diese Wechselwirkungen führen manchmal zu engen Besuchen zwischen verschiedenen kosmischen Objekten. Der Halleysche Komet ist eines der berühmtesten Beispiele. Er wird seit 600 vor Christus erwähnt und sein erstes aufgezeichnetes Erscheinen war in China. Später, während seines spektakulärsten Durchgangs im Jahr 837, wurde er in chinesischen, japanischen und europäischen Schriften beschrieben. Lange Zeit wurde der Halleysche Komet für mehrere separate Objekte gehalten, da er immer wieder vorbeizog.
Im Jahr 1705 veröffentlichte Edmund Halley ein Buch, in dem er behauptete, dass all diese aufeinanderfolgenden Kometen, die 1531, 1607 und 1682 beobachtet wurden, in Wirklichkeit ein einziger Komet waren. Er sagte dann voraus, dass er alle 76 Jahre wieder in unserer planetarischen Umgebung zu beobachten sein würde. 16 Jahre nach seinem Tod, im Jahr 1758, hielt der Halleysche Komet seinen Termin ein. Obwohl Edmund Halley seinen Triumph nicht miterleben konnte, schlug Nicolas Louis de Lacaille, der berühmte französische Astronom, vor, den Kometen Comet de Halley zu nennen. Dieses Objekt, dessen Kern aus einer Mischung aus Eis und Staubkörnern besteht, hat eine unregelmäßige Form mit einer Länge von 16 Kilometern und einer Breite von 8 Kilometern. Auf seiner zerklüfteten Oberfläche setzen Krater die Gase und den Staub frei, aus denen sich seine Haare und sein Schweif speisen, die während seiner Besuche, der letzte fand 1986 statt, unseren Nachthimmel markieren. Wenn du bereits nachgerechnet hast, hast du wahrscheinlich geschätzt, dass er im Jahr 2061 erneut in unserer Nachbarschaft auftauchen wird. Dieser periodische Komet wird sich dann im Perihel seiner elliptischen Bahn befinden, was ihn nur 0,59 astronomische Einheiten näher an die Sonne bringt, während die Entfernung zum Aphel ihn 35,3 astronomische Einheiten weiter wegbringt. Während Kometen, die mehr oder weniger weit von unserer Sonne entfernt kreisen, uns regelmäßig besuchen, scheinen sich uns andere Objekte nur während einer einzigartigen und spektakulären Reise zu zeigen. Eine aktuelle Studie behauptet, dass viele interstellare Objekte, obwohl sie selten sind, wahrscheinlich in unser relativ altes Sonnensystem gelangt sind. Es ist auch möglich, dass einige dieser interstellaren Objekte eine Zeit lang von unserem Sonnensystem eingefangen wurden, als sie nur auf der Durchreise waren. Der gleichen Studie zufolge könnte es aber auch eine stabile Population interstellarer Objekte geben, die in der Nähe der Erde kreisen. Die Untersuchung dieser Objekte, die einen einzigartigen Mechanismus aufweisen, könnte die Möglichkeit bieten, die Entstehung und Entwicklung von Planetensystemen, einschließlich unseres eigenen, zu untersuchen. Zwei dieser interstellaren Objekte wurden kürzlich beobachtet. Oumuamua, der 2017 entdeckt wurde, und der Komet Borisov, dessen Existenz 2019 bestätigt wurde. Oumuamua ist das allererste interstellare Objekt in der Geschichte der Astronomie, das entdeckt wurde. Es wurde dank des Pan-STARRS-Teleskops auf Hawaii entdeckt und erhielt seinen Namen, weil Oumuamua in der hawaiianischen Sprache Bote bedeutet. Seine hyperbolische Flugbahn und seine ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit beweisen, dass er tatsächlich von einem anderen Stern kommt und unser Sonnensystem zum ersten und einzigen Mal durchquert. Astronomen, die schon immer nach einem solchen Einfall Ausschau gehalten haben, waren von ihren Beobachtungen sehr überrascht. Eigentlich hatten sie erwartet, ein Objekt zu untersuchen, das wie ein Komet aus Eis und Staub besteht, das sich in einiger Entfernung von seinem Wirtsstern gebildet hat und daher bei Gravitationsstörungen leicht ausgestoßen wird. Aber ihre Ergebnisse ließen sie, gelinde gesagt, ratlos zurück. Asteroid? Komet? Oder etwas anderes? Zunächst einmal weist Oumuamua nicht die üblichen Merkmale eines Kometen auf. Das Objekt, das schätzungsweise 400 bis 800 Meter lang und 100 Meter breit ist, hat weder einen staubigen Schweif noch eine Koma, das heißt einen glänzenden Haarschopf, der seine Spur markiert. Diese Merkmale sind charakteristisch für Himmelsobjekte mit eisigen Kernen, die bei der Annäherung an die Sonne auftauen. Oumuamua fiel auch durch seine Helligkeit und die großen Helligkeitsschwankungen auf, die den Eindruck eines metallischen Objekts erweckten, das sich um sich selbst dreht. Darüber hinaus bewegt sich dieses Objekt, das durch sein längliches Aussehen einer riesigen, gewölbten Zigarre ähnelt, auf einer Bahn, die zu elliptisch ist,
als dass die beobachtete Beschleunigung ausschließlich auf die Schwerkraft zurückzuführen wäre. Als sich Oumuamua unserer Sonne näherte und begann, sich in Richtung des Sternbilds Pegasus von ihr wegzubewegen, beschleunigte er auf mehr als 300.000 Kilometer pro Stunde und wich von seiner ursprünglichen Flugbahn ab. Diese Beschleunigung, die weder durch den Gravitationskick der Sonne noch durch ein Ausgasungsphänomen erklärt werden konnte, führte sogar zu Theorien, die die Vorstellungskraft einiger Astronomen übersteigen. Könnte es sich um ein außerirdisches Schiff handeln? Die Idee sorgte für Aufregung und verblüffte den ganzen Planeten. Doch seit 2019 ist der natürliche Ursprung dieses unwahrscheinlichen Objekts bestätigt. Der seltsame Besucher, der einem Asteroiden ähnelt, sich aber wie ein Komet verhält, hat nach zahlreichen Analysen der Forscherinnen und Forscher, die an diesem beunruhigenden Fall arbeiten, endlich einige seiner Geheimnisse preisgegeben. Sie stellten fest, dass das Oumuamua-Objekt in der Tat mit dem Verhalten eines normalen interstellaren Kometen übereinstimmt, der jedoch erhebliche Veränderungen erfahren hat. Wie alle bisher bekannten Kometen besteht Oumuamua im Wesentlichen aus Gestein und Wassereis und wurde weit aus dem Schwerkraftbereich seines Sterns herausgeschleudert. Nachdem er wahrscheinlich mehrere 10 Millionen Jahre im interstellaren Medium umhergezogen war, war er lange Zeit der kosmischen Strahlung ausgesetzt, deren hochenergetische Teilchen mehrere Dutzend Meter tief in sein Oberflächeneis eindrangen. Unter der Einwirkung dieser Strahlen hätte sich eine bestimmte Menge der vorhandenen Wasserteilchen in molekularen Wasserstoff umgewandelt. Letzterer, der im Eis des Objekts gefangen geblieben wäre, hätte sich dann bei einer Entfernung von nur 37 Millionen Kilometer zur Sonne in Gas verwandelt. Wenn dieses Gas von selbst entweicht, hätte es den Schub erzeugt, der bei der Beschleunigung von Oumuamua zu beobachten war. Allerdings ohne den Halo oder den Widerstand anderer Kometen. Nicht alle Wissenschaftler sind jedoch von dieser Erklärung überzeugt. Denn einige glauben nicht, dass ein Komet seiner spezifischen Eigenschaften beraubt werden kann. Könnte diese Ausnahme durch Oumuamuas geringe Größe erklärt werden? Zumindest sagen das einige Mitglieder der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Zukünftige Beobachtungen durch das Vera C. Rubin-Teleskop in Chile, die 2025 beginnen sollen, werden neue Kometen innerhalb und außerhalb unseres Sonnensystems entdecken. Wenn die kleinsten von ihnen Anzeichen dafür zeigen, dass sie eingeschlossenen Wasserstoff freisetzen, ohne einen leuchtenden Schweif zu haben, dann kann diese Theorie bestätigt werden und Oumuamua wird definitiv nicht mehr als potenzieller Asteroid betrachtet werden. Das zweite interstellare Objekt, das untersucht wurde, war der Komet Borisov. Er wurde von dem Amateurastronomen Gennadi Borisov am 30. August 2019 eingefangen. Anders als Oumuamua mit seinen rätselhaften Eigenschaften, wurde Borisov schnell als Komet identifiziert. Was macht ihn so besonders? Er ist der erste beobachtete Komet, der nicht aus unserem Sonnensystem stammt. Außerdem vermuten die Astronomen, dass er nie in die Nähe eines Sterns gekommen ist und somit ein intakter Überrest der Gas- und Staubwolke ist, aus der er entstanden ist. Kurz gesagt, er ist der reinste Komet, der je untersucht wurde. Die Ausgasung, die bei seiner Annäherung an unsere Sonne beobachtet wurde, war mit Sicherheit die erste, die er in seiner gesamten Existenz erfahren hat. Doch Borisov ist kein gewöhnlicher Komet. Seine polarimetrische Beobachtung, die mit der unserer lokalen Kometen verglichen wurde, hat zu dem Schluss geführt, dass er polarimetrische Eigenschaften hat, die sich von denen unserer lokalen Kometen unterscheiden, mit Ausnahme des Kometen Hale-Bopp. Letzterer, der zu unserem Sonnensystem gehört, hatte bereits als der intakteste Komet, der je beobachtet wurde, die Neugierde der Astronomen geweckt. Die Tatsache, dass sich diese beiden Kometen in ihrer Zusammensetzung bemerkenswert ähneln, deutet darauf hin, dass die Umgebung, in der sich Borisov gebildet hat, sich in ihrer Zusammensetzung nicht so sehr von der unterscheidet,
in der sich unser Sonnensystem gebildet hat. Woher dieser Komet kam, bleibt jedoch ein Rätsel, das wahrscheinlich nie gelöst werden wird, da Borisow, der sich zurzeit in der Nähe des Saturns befindet, auf einer Einbahnstraße von unserem Sonnensystem wegfliegt. Unser Sonnensystem wird also von zahlreichen Eindringlingen besucht. Manche Objekte, die zum Sonnensystem gehören, sind aber genauso spannend. Das gilt besonders für den Kometen Ison, der im September 2012 entdeckt wurde, aber leider ein tragisches Ende nahm. Dieser Komet, der vor 4,5 Milliarden Jahren in der Gas- und Staubscheibe geboren wurde, die unsere gerade entstandene Sonne umgab, ist also ein Komet, der zu unserem Sonnensystem gehört. Milliarden Jahre lang überlebte er die zahllosen Kollisionen, die damals stattfanden, und bahnte sich seinen Weg durch alle möglichen verstreuten und chaotischen Objekte, bis er am Rande des Sonnensystems, in der Oortschen Wolke, Zuflucht fand. Doch dann, vor etwa 3 Millionen Jahren, kam ein Stern nahe genug heran, um ihn durch seine Schwerkraft zu stören. Diese kleine Störung reichte aus, um sein Schicksal zu ändern und ihn geradewegs in die sichere Zerstörung zu führen. Der Komet, der auch als Komet des Jahrhunderts bezeichnet wird, kam am 28. November 2013 auf seiner Flugbahn bis auf 1,1 Millionen Kilometer an die Sonne heran. Sein Kern, mit einem geschätzten Durchmesser von weniger als einem Kilometer, konnte den gewaltigen Kräften des Sterns nicht standhalten. Ison löste sich buchstäblich auf. Die Beobachtung des Staubs im interplanetaren Raum, der bei dieser verhängnisvollen Annäherung entstand, sollte es der wissenschaftlichen Gemeinschaft jedoch ermöglichen, einige der schmutzigen Geheimnisse von Ison zu lüften. Die Astronomen behalten auch ein anderes Objekt genau im Auge. Es handelt sich um 2023 KW2, einen Asteroiden, der am 6. Juni an der Erde vorbeigeschossen ist. Dieser riesige Asteroid, ein Mitglied der Apollo-Familie, der seit seiner Entdeckung am 16. April 2023 beobachtet wird, hätte einen zerstörerischen Einschlag haben können, wenn er mit der Erde zusammengestoßen wäre. Mit einem Durchmesser von 50 bis 111 Metern und einer Geschwindigkeit von 36.000 Kilometern pro Stunde hielt er sich glücklicherweise in einer Entfernung von 4,53 Millionen Kilometer von unserem schönen Planeten fern. Dieser Asteroid, der die Sonne in 1.124 Tagen umkreist, wird im Jahr 2189 wieder von der Erde aus zu sehen sein. Objekte dieser Art kreuzen regelmäßig unsere Flugbahn. Denn unser Sonnensystem ist übersät mit Asteroiden unterschiedlicher Größe, von denen die meisten zum Glück nur minimal sind. Einige gelten jedoch aufgrund ihrer Größe von mindestens 150 Metern und ihrer Umlaufbahn, die sie bis auf 7,5 Millionen Kilometer an die Erdumlaufbahn um die Sonne heranbringt, als potenziell gefährlich. Nach Angaben des Center for Near Earth Object Studies, CNEOS, am Jet Propulsion Laboratory der NASA, das erdnahe Objekte verfolgt, haben sich 5 Asteroiden unserem Planeten erst kürzlich genähert. Einer von ihnen, der größte, war schätzungsweise 488 Meter lang. Noch wichtiger ist, dass er in einer Entfernung von nur 4,3 Millionen Kilometern und mit einer Geschwindigkeit von 36.000 Kilometern pro Stunde an uns vorbeiflog. Dieses erdnahe Objekt der Riesenklasse, das uns zwischen dem 14. und 18. Juni 2023 streifte, wurde Asteroid 2020 DB5 genannt. Doch dieser Besuch war nicht der erste. Dieser Asteroid ist seit 1905 bereits 6-mal durch unsere planetarische Nachbarschaft geflogen. Sein letzter Besuch war am 23. Juni 1995. Es ist also davon auszugehen, dass er uns am 2. Mai 2048 wieder besuchen wird. Nach Angaben der NASA wurden bis heute nicht weniger als 472 Asteroiden dieses Typs mit einer Größe von mehr als 140 Metern entdeckt.
Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist die Zählung jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Sie schätzen, dass es wahrscheinlich noch 15.000 Asteroiden zu finden gibt. Es bleibt abzuwarten, ob eines dieser Objekte, deren Flugbahnen heute nicht besorgniserregend erscheinen, eines Tages aus dem einen oder anderen Grund eine echte Bedrohung für unseren Planeten darstellen könnte. Seit die Menschheit sich der Gefahren aus dem Weltraum bewusst ist, haben bestimmte außerirdische Objekte erhebliche planetarische und biologische Schäden verursacht. Wir haben gerade die Kometen erwähnt, die manchmal durch unser Sonnensystem fliegen und unsere Erde streifen. Aber was ist mit nahen Sternen? Könnte ein Stern nahe genug an uns herankommen, um unseren Planeten zu stören? Im Universum ist nichts in Stein gemeißelt. Da sich unser Sonnensystem durch die Milchstraße bewegt, die sich ihrerseits durch den Kosmos bewegt, ist eine Annäherung unausweichlich. Die Flugbahnen der verschiedenen Sterne kreuzen sich unweigerlich, auch wenn die Entfernungen oft in Millionen oder Milliarden von Kilometern gemessen werden. Und bringen sie manchmal mit unterschiedlichen Folgen näher zusammen. Selbst wenn die Sterne nicht zusammenstoßen, beeinflussen sie sich gegenseitig auf ihren eigenen Wegen. Damit ein Stern unser Sonnensystem beeinflusst, müsste er je nach seiner Masse und Geschwindigkeit fast 60 Milliarden Kilometer entfernt sein. In diesem Fall würde er die Oortsche Wolke, unser Reservoir an Kometen, stören. Dadurch würde sich die übliche Flugbahn von Kometen ändern, von denen einige bis in unser inneres Sonnensystem und damit auf unseren schönen Planeten Erde geschleudert werden könnten. Deshalb ist es wichtig, die Bewegung der Sterne in der Milchstraße zu verstehen. Von den mehr als 300.000 Sternen, die der ESA-Satellit Gaia vermessen hat, analysieren die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ihre engste Position zu unserer Sonne. Es stellt sich heraus, dass 97 von ihnen unserer Sonne in den nächsten Millionen Jahren näher kommen werden. Und zwar bis auf 150 Milliarden Kilometer. Und 16 weitere auf 60 Milliarden Kilometer. Die berühmte Grenze, die für den Erhalt unseres Systems nicht überschritten werden darf. Ihren Schätzungen zufolge liegt die Gesamtbegegnungsrate bei etwa 550 Sternen pro Million Jahre in einem Radius von 150 Milliarden Kilometern. Und das über einen Zeitraum von 5 Millionen Jahren in der Vergangenheit oder Zukunft. Wir können also etwa alle 50.000 Jahre mit einer möglichen Begegnung rechnen. Das ist sehr beruhigend. Zumal es keine Hinweise darauf gibt, dass eine solch enge Begegnung zu kometenhaften Störungen in der Oortschen Wolke führt oder dass dieselben Kometen auf die inneren Regionen unseres Sonnensystems zusteuern. Daher ist es unmöglich zu wissen, ob die Erde jemals gefährdet sein wird oder nicht. Ein Stern hebt sich jedoch von den anderen ab. Es ist Gliese 710. Der vor einigen Jahren vom Satelliten Hipparcos entdeckt wurde. Er rast auf unser Sonnensystem zu und wird voraussichtlich in etwas mehr als einer Million Jahren die Oortsche Wolke durchqueren. Ergänzende Daten, die vom Gaia-Satelliten gesammelt wurden, schätzen seinen Durchgang durch unsere unmittelbare Umgebung auf genau 1,35 Millionen Jahre. Seine Flugbahn innerhalb der Milchstraße führt ihn direkt auf das Zentrum unseres Sonnensystems zu. Dieser orangefarbene Zwergstern, der nur halb so groß ist wie unsere Sonne, wird in der Oortschen Wolke eine Gravitationsumwälzung verursachen. Es wird wahrscheinlich mehrere Millionen Jahre dauern, bis die Kometen, die sich dort in aller Ruhe versammelt haben, wieder zur Ruhe kommen. Dutzende von Kometen werden noch lange Zeit jedes Jahr mit bloßem Auge sichtbar sein. Während dieser Kometenschauer ein kosmisches Spektakel von großer Schönheit verspricht, ist zu befürchten, dass viele dieser Kometen kosmische Kollisionen verursachen
und einige die Planeten unseres Sonnensystems erreichen werden. Auch die Erde könnte von einigen dieser im All verirrten Objekte mehrmals getroffen werden. Auf seiner Flugbahn wird Gliese 710 in einer Entfernung von nur 0,2 Lichtjahren oder 77 Lichttagen an unserer Sonne vorbeiziehen. Diese Entfernung mag überwältigend erscheinen, aber in Wirklichkeit ist sie in der Größenordnung des Universums extrem gering. Es ist unwahrscheinlich, dass der Vorbeiflug eines Sterns in einer so geringen Entfernung von unserer Sonne die wichtigsten Objekte des Sonnensystems stört. Die Struktur des Systems wird nicht bedroht und die Planeten werden ihre gewohnte Bewegung beibehalten. Dies ist das erste Mal seit Menschengedenken, dass ein Stern so nah an unserer Sonne vorbeizieht. Gliese 710, der bis dahin eine Helligkeit von minus 2,7 haben wird, wird so hell leuchten wie der Planet Mars, wenn er der Erde am nächsten ist. Zurzeit ist er noch 62 Lichtjahre entfernt und kann in Richtung des Sternbilds Schlange beobachtet werden. Obwohl sich in den kommenden Jahrtausenden wahrscheinlich weitere Sterne nähern werden, werden sie alle mindestens 3 Lichtjahre entfernt sein, was dich beruhigen sollte. Ja, enge Begegnungen zwischen Sternen sind in der Milchstraße keine Seltenheit. Der letzte Stern, der sich unserem Sonnensystem genähert hat, ist ein Zwerg mit einer Masse, die 15 Mal geringer ist als die der Sonne. Er zog vor fast 70.000 Jahren bis auf 0,82 Lichtjahre an unserem Stern vorbei. Aber aufgrund seiner geringen Masse wurde die Oortsche Wolke kaum gestört. Der nächste Stern, der sich der Sonne in etwas mehr als 3 Lichtjahren Entfernung nähert, ist Proxima Centauri. Ihm wird im kosmischen Maßstab Ross 248 folgen, der knapp 3 Lichtjahre entfernt ist, etwa 16.000 Jahre später, in etwa 36.000 Jahren. Da wir uns all der möglichen Wechselwirkungen zwischen den verschiedenen kosmischen Objekten, aber vor allem ihrer potenziell apokalyptischen Folgen bewusst werden, ist eine Frage in aller Munde. Ist es möglich, das Ende der Welt vorherzusagen? Oder zumindest das Verschwinden der Existenz, wie wir sie auf unserem blauen Planeten kennen? Seit den Anfängen der Menschheit haben Prophezeiungen das Ende der Zeiten vorausgesagt. Nicht weniger als 183 Weltuntergänge wurden von Verkündern aus allen Gesellschaftsschichten prophezeit. Und das allein seit dem Untergang des Römischen Reiches. Keine einzige Zivilisation ist von diesen tragischen Vorhersagen verschont geblieben, die sich zu unserem Glück alle als falsch erwiesen haben. Du erinnerst dich bestimmt an die Vorhersage, die Anlass für eine Reihe von Katastrophenfilmen war, darunter auch der berühmte Film 2012 oder The Day After Tomorrow. Einigen Orakeln zufolge wurde das Ende der Welt für den 21. Dezember 2012 vorausgesagt. Auch die Maya sagten für dieses Datum einen radikalen globalen Wandel voraus. Laut einem der ältesten Kalender dieser Zivilisation markiert die Wintersonnenwende 2012 tatsächlich das Ende der Welt, wie wir sie heute kennen. Diese Zivilisation, für die Zeit von größter Bedeutung war, benutzte mehrere Kalender, darunter einen langen Kalender, der Anlass zu den berühmten Spekulationen über das Ende der Welt gab. Das äußerst präzise Kalendersystem der Maya basiert auf ihrem kosmogonischen Glauben, nachdem ihre Gottheiten die Welt ständig neu ordnen. Wenn es ihnen ermöglichte, die Schöpfungsperiode zu definieren, in der wir uns jetzt befinden, bedeuteten geschickte Berechnungen auf der Grundlage des Ursprungs dieses Zyklus von genau 5125 Jahren, dass das Ende des Zyklus dem 21. Dezember 2012 in unserem aktuellen Kalender entsprach. Doch diese zyklische Berechnung der Maya-Zeit, die im Wesentlichen auf der Beobachtung der Sterne beruhte, markierte lediglich das Ende eines ihrer Zyklen und damit den Beginn eines neuen. Während das Rätsel des Maya-Kalenders gelöst zu sein scheint,
beschäftigt das Datum des 21. Dezember 2012 die Menschen schon lange. Einige haben daraus gefolgert, dass unser Sonnensystem wahrscheinlich genau an diesem Tag die galaktische Ebene durchquert hat. Aber was ist die Wahrheit? Wie du weißt, ist unsere Galaxie flach und rund wie eine Waffel. Tatsächlich bewegt sich unsere Sonne regelmäßig in und aus der galaktischen Ebene. Astronomen, die sich mit dieser Frage beschäftigt haben, sind sich ziemlich sicher. Nicht nur, dass unser Sonnensystem diesen Bereich der Galaxie am 21. Dezember 2012 nicht durchquert hat, sondern wir bewegen uns sogar von der galaktischen Ebene weg. Nach ihren Schätzungen haben wir sie nicht nur vor etwa 3 Millionen Jahren zum letzten Mal durchquert, sondern werden dies auch in den nächsten 30 Millionen Jahren nicht mehr tun. Indem wir uns von der galaktischen Ebene entfernen, verringern wir auch das Risiko von Kollisionen. Wenn sich unser Sonnensystem außerhalb der galaktischen Ebene befindet und sogar noch weiter von ihr entfernt ist, ist der Einfluss der galaktischen Gezeiten am schwächsten. Andererseits erhöht sich etwa alle 33 Millionen Jahre, wenn wir uns auf dem Höhepunkt ihres Einflusses befinden, der Strom der Kometen aus der Oortschen Wolke um das Vierfache. Dieser Einfluss hält sich jedoch in Grenzen, denn obwohl wir der galaktischen Ebene derzeit tatsächlich recht nahe sind, fand das letzte große Aussterbeereignis auf der Erde vor 66 Millionen Jahren statt. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben daher, dass die vertikale Position der Sonne im Verhältnis zur galaktischen Ebene allein die bisherigen periodischen Aussterbeereignisse nicht erklären kann. Die Schuldigen sind zweifellos die Spiralarme, in denen sich eine große Anzahl von Molekülwolken, aber auch eine größere Konzentration von blauen Riesensternen befindet. Wenn unser Sonnensystem diese gigantischen Wolken durchquert, wirkt ihre Schwerkraft auf unsere Oortsche Wolke ein und stört sie erheblich. Vor allem die blauen Riesen, die sich als relativ kurzlebig erweisen, explodieren in dieser Zone heftig. Und wir wissen, welch verheerende Auswirkungen Supernovae auf nahegelegene Objekte haben können, selbst in großer Entfernung. Einige Forscher glauben sogar, dass sich unser Sonnensystem derzeit durch eine Supernova-Trümmerwolke bewegt. Zu diesem Schluss kam man nach der Analyse von Sedimentproben, die von unserem Meeresboden genommen wurden. Während seiner langen Reise kommt unser Sonnensystem regelmäßig mit interstellarer Materie in Berührung. Ein Teil dieser interstellaren Materie besteht aus radioaktiven Elementen, die bei Supernovas in den Weltraum geschleudert werden und sich dann auf anderen nahen Objekten wie Asteroiden ablagern oder in die Atmosphäre von Planeten wie der Erde gelangen. Nachdem sie sich auf ein ganz bestimmtes Isotop, Eisen 60, konzentriert hatten, das auf unserem Planeten nicht natürlich vorkommt, konnten sie feststellen, dass unser Planet in den letzten Millionen Jahren tatsächlich der ferne Zeuge verschiedener Supernova-Explosionen gewesen ist. Bei ihren zahlreichen Untersuchungen haben sie Spuren von Eisen 60 entdeckt, die sich vor etwa 2,5 Millionen Jahren auf der Oberfläche unseres Planeten abgelagert haben und wahrscheinlich weitere vor etwa 6 Millionen Jahren. Ihre Synthese lässt vermuten, dass die Erde in den letzten paar Millionen Jahren durch verschiedene Materiewolken gereist ist, die auf Supernovae zurückzuführen sind. Einige deutsche Forscher haben sogar berichtet, dass sich unser Sonnensystem seit mehreren Millionen Jahren durch eine dichtere Gas- und Staubwolke bewegt, deren Ursprung noch unbekannt ist. Dies ist die lokale interstellare Wolke. Eine andere Forschergruppe von der Technischen Universität München hat das Eisen-60-Isotop auch in Schneeproben aus der Antarktis nachgewiesen. Dabei handelt es sich jedoch nur um wenige Spuren. Nach Angaben der Wissenschaftler haben in den letzten 33 Jahrtausenden nur 60 Gramm Eisen-60-Sternenstaub die Erdoberfläche erreicht. Übrigens wurden Spuren dieses seltenen Isotops bereits in Mondbodenproben entdeckt,
die von Astronauten auf mehreren Apollo-Missionen gesammelt und zur Erde zurückgebracht wurden. Wissenschaftler tun ihr Möglichstes, um herauszufinden, wie sich unser Sonnensystem verhält. Wenn sie sein Innenleben und seine zahlreichen Wechselwirkungen mit allen möglichen anderen kosmischen Objekten verstehen, können sie zukünftige Ereignisse vorhersehen. In zahlreichen Simulationen wird versucht zu bestimmen, wie sich die sonnennahen Planeten in den nächsten Milliarden Jahren verhalten werden. Einige sagen voraus, dass sich die Umlaufbahn des Merkurs so weit verlängern wird, dass sie die der Venus kreuzt, ohne das Planetensystem jedoch weiter zu stören. Wir können uns aber auch die katastrophalsten Szenarien vorstellen. Wenn Merkur die Bahnen der umliegenden Planeten stören würde, könnten wir mit schrecklichen Kollisionen rechnen, vielleicht sogar zwischen Erde und Mars. Eine neuere Studie aus dem Jahr 2009 zeigt jedoch, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass Merkur einfach von der Sonne absorbiert wird oder mit der Venus zusammenstößt. Laut dieser Studie besteht nur eine Wahrscheinlichkeit von 1%, dass Merkur in den nächsten 5 Milliarden Jahren in säkulare Resonanz mit Jupiter tritt und interplanetares Chaos verursacht. Wie alle anderen Sterne hat auch unsere Sonne eine begrenzte Lebensdauer. Deshalb wird sie in sehr ferner Zukunft große Veränderungen durchmachen. In 1 Milliarde Jahren wird sich die leuchtende Sonne, die die Wärme liefert, die unser Planet braucht, in einen roten Riesenstern verwandeln. Seine Größe wird dann um das 100-fache zunehmen und ein intensiver Sternwind wird dem Riesen einen Großteil seiner Masse entziehen. Schließlich wird nur noch ein winziger, heißer, extrem dichter, weißer Zwerg übrig bleiben, der nicht größer ist als die Erde. Die Auswirkungen auf das Planetensystem werden beträchtlich sein, um nicht zu sagen apokalyptisch. Besonders für das innere System. Mathematischen Modellen zufolge werden Merkur und Venus wahrscheinlich von dem Stern verschluckt werden, der dann zu einem Riesen wird. Die Erde, die als Gesteinsplanet etwas weiter entfernt ist als ihre Vorgänger, könnte diese Metamorphose überleben und weiterhin die Sonne umkreisen, die nun ein weißer Zwerg ist. Die Intensität des Zwergs wird unseren Planeten jedoch in ein Land verwandeln, das allen Lebensformen feindlich gegenübersteht. Diese Theorie basiert auf einer Studie eines internationalen Astronomenteams, das L2 Puppis beobachtet hat, einen alten Stern, der unserer Sonne am Ende ihres Lebens sehr ähnlich sein könnte. Vor 5 Milliarden Jahren war L2 Puppis ein fast perfekter Zwilling unserer Sonne. Heute hat er jedoch ein Drittel seiner Masse verloren. Eine zweite Quelle wurde fast 300 Millionen Kilometer von diesem Stern entfernt entdeckt. Seine relativ geringe Masse lässt vermuten, dass es sich entweder um einen Planeten oder einen kleinen braunen Zwerg handelt. Die Anwesenheit dieses planetenähnlichen Objekts in der Scheibe von L2 Puppis stellt eine große Chance für die Wissenschaftler dar. Die sorgfältige Untersuchung seines Verhaltens und seiner Wechselwirkungen mit dem Stern in den nächsten Jahren dürfte den Wissenschaftlern wertvolle Informationen liefern. Sie werden dann in der Lage sein, nicht nur die endgültige Entwicklung der Sonne zu bestimmen, sondern auch ihren Einfluss auf die Planeten des Sonnensystems. Die Frage ist, ob die Erde das Verschwinden unserer Sonne überleben wird oder nicht. Aber sehen wir uns einmal genauer an, wie die Planeten und insbesondere unsere Erde von dieser Metamorphose betroffen sein werden. Wir wissen, dass sich die Sonne sehr langsam erwärmt und dass sie 30% heller ist, als sie es kurz nach ihrer Entstehung war. Dieser Helligkeitszuwachs wird in den nächsten Millionen Jahren noch exponentiell zunehmen. Diese Erwärmung wird direkte Auswirkungen auf unseren Planeten haben.
Das Leben auf der Erde braucht Wasser in flüssigem Zustand. Damit das Wasser auf der Planetenoberfläche so bleibt, wie es ist, muss ein gewisses Gleichgewicht zwischen ein- und ausgehender Energie herrschen, um angemessene Durchschnittstemperaturen zu erhalten. Leider wird dieses Gleichgewicht durch die zunehmende Sonneneinstrahlung stark beeinträchtigt und die Erde wird sich langsam aber sicher erwärmen. Die massive Verdunstung von Wasser wird einen noch nie dagewesenen Treibhauseffekt auslösen und die Oberfläche des Planeten weiter erwärmen. Zu diesem Zeitpunkt werden die Ozeane vollständig verdampft sein, wodurch die Erde noch heißer wird. Innerhalb von 1 bis 2 Milliarden Jahren wird kein flüssiges Wasser mehr auf der Oberfläche des Planeten vorhanden sein. Unter diesen Bedingungen wird das Leben, wie wir es kennen, nicht mehr existieren können. Dann, in etwa 5 Milliarden Jahren, wird der Kern der Sonne keinen Wasserstoff mehr haben und zu einem roten Riesen anschwellen. Der Stern wird dann kälter sein als zuvor, aber seine Leuchtkraft wird, wie wir bereits gesehen haben, viel größer sein. Die bewohnbare Zone unseres Sonnensystems wird sich dann nach außen verschieben und Jupiter und Saturn einschließen. Die Bahnen der inneren Planeten werden so stark gestört, dass sie direkt auf den zerstörerischen Sternen zufliegen. Da die Schwerkraft der Sonne immer schwächer wird, werden sich die Bahnen der äußeren Planeten auf natürliche Weise ausdehnen. Unsere Sonne, die jetzt ein roter Riese ist, wird sich bis zu dem Punkt ausdehnen, an dem sie so weit reicht wie die aktuelle Umlaufbahn der Erde. Was wird dann aus unserem schönen Planeten? Wird er am Ende seines Lebens von diesem Stern verschluckt werden, nachdem er völlig verbrannt ist? Oder wird er eine weiter entfernte Umlaufbahn erreichen? Noch kann niemand behaupten, die Antwort zu kennen. Die Sonne wird ihre Metamorphose fortsetzen. Ihr Kern wird sich zusammenziehen, bis Druck und Temperatur das Helium zum Schmelzen bringen. Nach ein paar Blitzen wird nur noch der Kern übrig sein. In etwa 7 Milliarden Jahren wird die Sonne zu einem kleinen, weißen Zwerg geworden sein, der sich langsam abkühlt. Sie wird fast 40% ihrer heutigen Masse verloren haben. Das Planetensystem wird sich in seiner Größe verdoppelt haben. Aber wie wir gerade gesehen haben, werden einige Planeten von der Landkarte verschwunden sein. Die Umlaufbahn des Neptun wird nicht mehr bei 30, sondern bei 55 astronomischen Einheiten liegen und damit die neue äußere Grenze des Planetensystems markieren. Es ist leicht vorstellbar, dass diese neue Anordnung der Planeten endlich friedlich sein wird. Der innere, chaotische Teil des Sonnensystems wird von der Sonne absorbiert und die verbleibenden Planeten werden auf einer fast kreisförmigen Umlaufbahn kreisen. Ja, aber für wie lange? Neptun, der bis dahin wahrscheinlich 55 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sein wird, könnte einen Gravitationsstoß erleiden, der ihn für immer aus unserem Planetensystem entfernen würde. Damit das passiert, müsste ein anderer Stern innerhalb von 500 astronomischen Einheiten vorbeiziehen. Wenn sich dieser Stern bis auf 200 astronomische Einheiten nähert, könnte er sogar einen erheblichen Einfluss auf die übrigen Planeten haben. In vielen Simulationen könnte der Jupiter der letzte Planet in unserem Sonnensystem sein, während die anderen in den interstellaren Raum geschleudert werden und für immer Wanderplaneten bleiben. Wir können auch nicht ausschließen, dass Jupiter ein paar Milliarden Jahre später das gleiche Schicksal erleidet wie seine früheren Gefährten. Der nahe Vorbeiflug eines anderen Sterns ist nicht unwahrscheinlich. Der Countdown läuft. Und das schon seit dem Erscheinen der Sonne. Auch wenn es schwer zu begreifen ist, dass Sterne nicht ewig sind, hat jeder Stern eine begrenzte Lebensdauer. Und unsere Sonne wird, wie alle anderen auch, ihrem Schicksal nicht entgehen. Zu unserem Glück wird dieser fatale Ausgang erst nach einem langen, langen Umwandlungsprozess eintreten. Bis dahin setzt unser Sonnensystem seinen kosmischen Walzer durch die Milchstraße fort.
begleitet von einer außergewöhnlichen Anzahl galaktischer Objekte, von denen eines gewaltiger ist als das andere. Unser Sternenhimmel, der in eine sanfte Wärme getaucht ist, hat noch ein paar hundert Millionen Jahre vor sich. Glaubst du, dass die Menschheit diese fernen Zeiten noch erleben wird? Und wenn ja, werden wir die Herausforderung, die wir uns bereits gestellt haben, erfolgreich bewältigt haben? Andere bewohnbare Regionen im Weltraum zu entdecken, die jetzt in Reichweite sind.